Hallo, ihr lustigen Menschen da draußen und herzlich willkommen hier zurück bei Stellaris. Wir haben das letzte Mal ja hier gegen die Quashvalia Confederation irgendwas gekämpft, also Sans, ne? Und haben ihnen da jetzt ein richtig großes Stück rausgebissen und es unseren, ja, Abtrünnigen von ihnen hier wiederum, ne? Den anderen Quashvalia, die ja unsere Vasallen sind, die wir in einem vorherigen Krieg schon mal haben rauslösen können, ja, noch weiter verstärkt. Problem ist bloß, dass die jetzt hier aufmüpfig werden. Die sind jetzt illoyal. Und ich hoffe einfach mal bloß, dass die schön brav sein werden und uns nicht irgendwann mal in den Rücken fallen, weil ansonsten müssen wir eventuell Maßnahmen ergreifen. Apropos Maßnahmen ergreifen. Oh, die haben sich regeneriert. Ihre Flottenstärke ist uns unterlegen. Okay. Wir lassen weiterlaufen. Ich hatte eigentlich gedacht, dass wir hier gleich den nächsten Schlag tätigen können. Aber, da hat man sich mal gleich mal geirrt. Da haben wir uns gleich mal geirrt. Okay, also der Plan im Übrigen, ne? Der Plan ist nichts Geringeres. Moment, wo geht denn das Schiff hier hin? Debris analyzed. Ach, der fliegt ja noch. Der Plan ist nichts Geringeres als unsere gesamten Nachbarn oder potenziellen Nachbarn, sage ich jetzt mal, alles, was so ein bisschen so um uns rum ist, in irgendeiner Art und Weise zu zerschlagen. Das ist der Plan. Und zu irgendetwas zu machen, was man als, ja, Vasall ansehen kann. Das erhöht unsere Stärke, insbesondere gegen alles, was irgendwie sehr, sehr stark ist, wie zum Beispiel diese hier Typen, enorm, weil die sind nach wie vor überwältigend. Die haben mehr Schiffe, haben eine überlegene Technologie gegen uns über. Also das ist einer von diesen super starken Spezies. Und gegen die kommen wir halt einfach nicht an, außer wir haben sehr viel mehr Unterstützung als die. So, das Wichtige für mich ist jetzt, ich möchte ja eigentlich gerne nochmal dem einen oder anderen hier ins Gesicht springen. Klingt hart und ist auch so. Und ist auch genauso gemeint. So, wir müssen jetzt hier allerdings wieder immer noch hier Sachen wieder bauen. Besatzungsquartiere, dann Maschinenbauhalle. Dann, oh Gott, was wollten wir denn noch machen? Telda-Raffinerie? Kinetikwaffenschaden. Engos, Kinetik. Ja, das ist ja, das Telda ist ja das Richtige für uns. Zerstörerwerf, Navigatorgilde, Flottenakademie brauchen wir hier. Ein Schlachtschiff wäre halt auch mal nicht schlecht, ne? Debris analyzed. Nochmal Telda, weil Telda haben wir, glaube ich, ein bisschen über. Genau, Telda haben wir über. Das ist okay. Hier müssen wir auch noch was erforschen. Ich mache hier gerade absichtlich mal ein bisschen langsamer, weil ansonsten wir hier gar nicht so richtig vorankommen. Was ist das jetzt? Ja, hier haben wir schon eine Telda-Raffinerie. Das ist genau das Richtige. Dann will ich hier natürlich auch noch weitere Schiffe bauen. Wie sieht es denn aus? Wie viele Schiffe haben wir denn hier? Wir haben jetzt hier noch zwei Korvetten drin. Da, okay, 21. Wir brauchen Korvetten für die andere Flotte, die jetzt hier so ein bisschen angeht. Ja, die können Korvetten vertragen, und zwar nicht zu knapp. Dann bauen wir mal Korvetten. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fangen wir mal mit 9 Korvetten an. Boah, Gott, haben wir jetzt Energy Credits, weil der unser Untergebener da jetzt angefangen hat, einen Rundumschlag zu starten. Ist ja krass. Also, unsere Flotte zu versorgen ist nicht mehr das Thema. Das ist es nicht mehr. Ja, die sind uns freundlich gesinnt. Seid ihr in irgendeiner Form von Bündnis? Nein. Vasalisierung geht aber auch nicht. Ganz im Ernst. Pause. Vasalisieren geht nicht, stelle ich gerade eben fest. Aber wir könnten ihm ein paar leckere große Stücke rausbeißen. Ja, doch, das würde sich lohnen. Und noch ein paar kleinere Sternreiche da generieren. Wir könnten
könnten definitiv jetzt hier dieses, wie heißt es, Tiamat oder wie auch immer, befreien. Ich möchte auch dem hier nichts mehr geben. Der ist schon satt. Das ist das Problem. Tirap. Wie heißt das Ding hier? Tiamat, ne? Tiamat. Planet befreien. Hier. Tiamat. Das Hyphenkollektiv befreien. Oder Moment, kriege ich den auch vielleicht irgendwie freundlich? Ich könnte ja auch versuchen, ihn freundlich zu irgendwas zu bewegen, aber ich habe schon eine Botschaft etabliert bei ihm. Ach nee, ich habe maximal 3 Botschaften, die ich haben kann. Das ist gerade eben alles ein bisschen interessant. Um nicht zu sagen schwierig. Eventuell, also die hier sind jetzt nach wie vor jetzt wiederum ein bisschen zu stark für meinen Geschmack, obwohl die sich am meisten lohnen würden, zu zerlegen. Stürze ich mich dann doch lieber jetzt mal auf einen hier, ja. Krieg erklären. Ich würde aber mal sagen, wir werden jetzt wirklich hier Planet befreien machen. Moment. Tiamat. Rein. Und das Dabi-System ebenfalls befreien. Da. Wups. Das fände ich gut. Wir könnten sogar noch das Ruifuß oder wie das auch immer heißt. Hier. Ne, nicht abtreten. Kann ich das irgendwie dem hier zufügen? Nee, ich will's ja nicht haben. Ich will's ja nicht haben. Ich will ja, dass es eigentlich dann die ein gemeinsames Reich gründen. Aber das scheint nicht zu gehen. Ruifus oder wie heißt das? Rurius. Rurius. Okay, befreien. So. Dann machen wir das so. Das sollte eigentlich reichen, um ihn ein bisschen klein zu knabbern. Dann ist er hier, hat er hier nichts mehr. Hier oben hat er dann nichts mehr. Hat er nur noch dieses Kerngebiet. Wir fliegen da jetzt hin. Und hier hin. Und dann schauen wir mal. Das Gute ist auch, dass wir nicht am Rande des Universums existieren. Also uns befinden. Was ist das hier? Kann ich da irgendwas tun? Keine Ahnung, warum das pinkt. So, Bewohnbarkeit wurde verbessert. Wir könnten jetzt eine Klonarmee machen. Ist die gut? Wahrscheinlich ist sie einfach nur billig. Unterhaltskosten für Armeen könnten wir reduzieren. Umsiedlung könnten wir mit geteiltes Leid erleichtern. Ich will aber keine Militärakademie. Ich glaube, ich... Das geht schnell. Komm, bauen wir's. Das hier ist fertig. Es gibt eigentlich nur noch eine Sache, die wir machen können. Projekt erforschen. Das haben wir nämlich noch nicht gemacht. So, das Lustige ist, guckt euch das mal an. Jetzt können wir nämlich hier ohne Probleme unsere gesamte Armee... die können wir jetzt komplett finanzieren. Das ist jetzt kein Problem mehr. Das finde ich total super. Keine Ahnung, warum unsere Flottenkapazität wieder ein bisschen runtergegangen ist. Die war schon mal höher. Ja, wir haben jetzt gerade eben nicht die Mineralien, um das jetzt hier zu machen. Unsere Flotten warpen. Und kommen auch demnächst an. Was ist das hier? Handelsabkommen abgelaufen. Ja. So, dann sind wir nämlich gleich... Oh. Analysiert und nichts gefunden. Okay. Dann analysieren wir hier mal weiter. Gucken mal auf die erste Flotte, die da potenziell jetzt ankommt.
Startet und kommt in Tira. Ach, Tiramant, oder? Ne, Tiamat heißt das. Okay, das heißt wirklich Tiamat. Und dann schicken wir unsere Transportflotte schon mal hier, ja. Hier. In den Orbit einfliegen. Da bitte hin. Die sind angekommen. Die können sich auf den hier schmeißen. Bin mal gespannt, ob der auch eine Flotte hat, die irgendwo mal auftaucht. Keine, die mir jetzt so spontan auffällt. Also wenn der eine Flotte hat... keine Ahnung. Also wenn der eine Flotte hat, dann weiß ich nicht wo. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Research complete. Situation log updated. Wir haben wieder eine Forschung fertig, genau, die Militärakademie. Was können wir jetzt machen? Unterhalt kosten Armeen, finde ich eine gute Idee. Einfach weniger bezahlen, dann damit senken wir die Unterhaltskosten. Unterbezahlte Soldaten sind nie eine gute Idee. Vor allem, wenn sie unter Waffen stehen. So, Moment, dann haben wir das jetzt hier auch. Dann können wir jetzt hier bombardieren. Gut. Es durften eigentlich demnächst unsere Transportschiffe ankommen. Da sind sie auch. Bodenarmee. Jetzt gucken wir uns das mal an. Wir haben das ja noch nicht gesehen, wie die sich so schlagen. Na gut, das ist jetzt auch, glaube ich, keine Spezies, die man jetzt mit unserer vergleichen kann, so von der Macht her, aber... ich will das jetzt trotzdem gesehen haben. Ob die da richtig schön rocken. Dann ab oh, guck dir das mal an, die haben auch ganz eigene Zeichen. Kommen sie jetzt. Und sind unten. Bam, 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 bam. Die machen mehr Moralschaden, wir sehen schon. Die sind schon am... oh, die leiden ganz schön. Oh, ja. Kann man so sagen. Kann man so sagen. Da fallen sie auseinander. Der Moralschaden hält sich allerdings in Grenzen. Die scheinen sehr, sehr mutige Soldaten zu haben. Jetzt ist der Moralschaden hoch. So, wir warten mal ganz, ganz kurz hier. Bevor wir wieder neue Leute irgendwo hinschicken. Wir schicken jetzt unsere Flotte dahin. Da hat er nämlich auch seine Hauptflotte, stelle ich gerade eben fest, mit 6,5k. Bin mal gespannt, wo die jetzt hier rauskommen. Die müssen ja eigentlich jetzt hier rauskommen. Weil er da ja diesen komischen Dämpfer dahin gebaut hat. Die meiner Meinung nach jetzt nicht unbedingt taktisch clever mitten im Sonnensystem sind, ne? Also außer du hast direkt daneben eine Militärstation oder mehrere, kannst jetzt außen rum trapieren. Dann wäre das witzig, aber ansonsten, nee. Ja, wir machen so wie jetzt das alles mal kaputt. Haben die Station hier schon schwer getroffen. Und dessen er seine Flotte hier einfach mal zurückzieht. Der hat auch Warp-Antrieb, so wie es aussieht. Wir verfolgen sie jetzt einfach mal. Und die wollen immer noch Migrationszugang. Ey, ihr seid doch lästig. Kapiert endlich, dass ihr lästig seid. So, ich will auch, dass die sich noch ein bisschen regen hier. Dich hochschicken. Dich hochschicken. Dich. Und dich. Die regen sich aber schnell. Das finde ich gut. So, wenn du voll gereckt bist, dann kommst du zum anderen Planeten. Voll gereckt und... Hostile Fleet engaged. Voll gereckt, okay. Dann geht ihr dahin, Bodenarmee.
Ihr habt... Oh, da hat eine 10K-Flotte. Schnappt sie euch! Jetzt geht's los! Piu-piu. Wir ballern ihm jetzt hier eine von Latz. Die ersten Schiffe auf beiden Seiten gehen drauf. Und jetzt fangen die Schiffe an zu schmelzen. Ja, da ist eins weggeflöppt, da flöppt eins weg, da flöppt eins weg. Wie Seifenblasen flöppen sie jetzt einfach so weg. Wir selber haben nur ein bisschen was verloren bis jetzt. So, sehr gut. So kann uns auf gar keinen Fall mehr irgendwie gefährlich werden. Versucht hier, glaube ich, jetzt gerade eben noch zu entkommen. Haben wir irgendwie das... Ja, die Forschung ist wieder abgelaufen. Muss man immer wieder drauf achten. Hier kommt die Bodenflotte jetzt demnächst an. Hier haben wir die Flotte entdeckt. Die haut schon wieder ab. Ja, sie haut schon wieder ab. Aber diesmal kriegen wir sie, glaube ich. Ja, diesmal haben wir irgendwas gestellt. Aber es war nicht die Flotte. Situation Log updated. Die hat es dann wieder geschafft. Ich demoliere ihm halt jetzt die Sachen, ne? Also, das ist mir jetzt relativ egal. Wenn er der Meinung ist, dass er jetzt hier mit mir Katz und Maus spielen muss, dann ist das seine Entscheidung. So, unsere Invasion läuft hier. Das Gute ist natürlich, dass wir jetzt hier die Befreiten höchstwahrscheinlich sehr, sehr bald wieder zu Vasallen machen können, weil die uns schlicht und ergreifend toll finden. So, jetzt haben wir die Flotte gestellt. Und da wir schon total im Nahkampf sind, haben wir ihm auch gleich richtig Schaden ausgeteilt. Er hat ein bisschen Schaden uns ausgeteilt, aber das war nicht so schlimm. Außerdem, wir können es ja ertragen. Für ihn ist es schlimmer, deutlich schlimmer. So, haben wir das hier schon erobert? Haben wir. Ja, wir lecken erstmal wieder unsere Wunden hier. Gehen wieder dahin. Andere Flotte fliegt noch. Hostile fleet engaged. Research complete. Unterhaltskosten für die Armee reduziert. Rekrutierungskosten für Anführer könnten wir reduzieren. Oder die Bewohnbarkeit noch weiter steigern. Komm, wir machen Bewohnbarkeit. Ich möchte theoretisch überall im All leben können. Vierhundert. Komm, runter mit euch. Bestmöglicher Ausgang. Okay. Sie haben aufgegeben. Sie haben einfach so aufgegeben. Und damit wurden hier jetzt... Wurde ein neues Reich geschaffen. Die uns total knorke finden. So, sehr gut. Botschaft, nee, ich will irgendwo... Wo habe ich denn meine Botschaften gerade eben? Bei euch habe ich meine Botschaft, ne? Nee, habe ich auch nicht. Wo habe ich meine Botschaften? Hier bestimmt nicht. Habe ich hier eine Botschaft? Hier habe ich eine Botschaft. Zurückbeordern. Bestätigen. Ich möchte auf jeden Fall dafür sorgen, dass hier jetzt eine Botschaft etabliert wird. So, die sind herzlich. Die finden uns jetzt total super. Haben wir einen nicht Angriffspakt? Machen wir mal, komm. Wir schenken euch mal Technologie. Was könnt ihr uns dafür schenken? Mineralien? Monatlicher Transfer von... 3? Nehme ich an. Ja. Das verbessert unsere Haltung zu ihnen. Physikforschung. Ja, ja, ja. Wir haben hier auf jeden Fall gewonnen. Haus hoch. Das System hier gehört noch zum Teil dem Gegner. Mal wieder so richtig schöne Konfliktpotenziale hier geschaffen.
finde es lustig, dass es hier solche gemischten Systeme geben kann. Finde ich total drollig. So, ihr geht euch jetzt... Ach, ihr müsst euch gar nicht reparieren. Ihr habt ja die Hauptkampflast getragen, ne? Ja, komm, kommt nach Hause, kommt nach Hause. Ihr ebenfalls kommt hier hin. Das, was die ganze Zeit da bauen, diese komischen Warp-Fallen, das können wir ja, glaube ich, noch gar nicht bauen. Kann ich mit euch... Halt, was will ich denn? Wieder irgendwie ein Krieg. Handelsabkommen anbieten. Wie wäre es mit Grenzzugang zivil? Grenzzugang zivil? Was ist, wenn ich euch dazu noch Sternenkarten biete? Dann machen sie es wahrscheinlich. Euer Angebot zu akzeptieren, sehr gut, weil hier gibt es eins von den Dingern, die ich mit dem Forschungsschiff mir anschauen möchte. Da muss ich mal hinfliegen. Das ist eine von diesen komischen... Ich weiß nicht genau, was es ist. Aber es ist eine von diesen, nennen wir es mal, Missionen, glaube ich. Fliegen wir mal in den Orbit ein und dann schauen wir es uns an. Ich habe keine Ahnung, warum. Es wäre schön, wenn es dann auch dran stehen würde, was es genau ist. Aber auf jeden Fall haben wir den Kollegen jetzt hier ordentlich dezimiert und ich glaube, er mag uns jetzt auch entsprechend nicht mehr. Nee. Das mit dem Krieg hat er uns übel genommen, aber nicht so sehr. Weniger als man denkt. Oh, Panzerung, plus 5% nochmal, cool. Was können wir denn jetzt machen? Fortschrittliche Mineralienverarbeitung. Mineraliensilo auf die nächste Stufe bringen. Macht momentan am meisten... Was sind das? KI-Raketen. What? Also falls wir irgendwann mal so richtig krass auf Raketen gehen wollen, das geht irgendwann auch. Ingenieurlabor. Ne, wir machen das mit dem Silo. Mineraliensilos. So, ihr lasst euch jetzt mal reparieren. Schließt euch dann jetzt hier mit dieser Flotte hier zusammen. Ja, genau, sie werden repariert. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und sind wahrscheinlich gleich fertig. Ja, dauert dann doch ein bisschen länger als gleich. Aber wir haben jetzt eine richtig gute Flotte und so eine Flotte will natürlich auch eingesetzt werden. Wir brauchen eigentlich nochmal zwei Schlachtschiffe hier. Haben wir es denn hier? Irgendwas fehlt hier noch. Pause. Telda-Raffinerie, Flottenakademie, Maschinenbau, Besatzungsquartiere. Mal überlegen, was es sein könnte. Endos? Energiewaffen? Nee. Navigatoren? Nee. Kreuzerwerft? Nee. Anscheinend nicht. Anscheinend haben wir da nichts mehr. Können uns auch... Ach, wir müssen erst auf Stufe 6 kommen. Erst dann können wir die Schlachtschiffe wieder bauen. Uiuiui, da war ja was. Stimmt, stimmt, stimmt. Wir wollten ja noch Korvetten bauen. Da müssen nochmal 3 Korvetten rein, nochmal ein Kreuzer, ein Zerstörer. Ich will, dass die Flotten einigermaßen gut aufeinander abgestimmt sind. Ich kann hier nichts machen. Ich habe keine Ahnung, warum da was leuchtet. Ich habe keine Ahnung. Aber ich kann jetzt hier zumindest das, was wir zerstört haben, näher untersuchen. Mocholia baut sich was aus. Wie sieht es denn aus hier mit unserem neuen Planeten? Ja, genau.
Da bauen wir mal ja die Nahrungsmöglichkeiten aus. Das werden die Leute total toll finden. Forschung können wir hier auch irgendwann mal demnächst mal steigern. Das Lustige ist, wir bekommen immer mehr Ingenieurforschung. Die rennt allen anderen Forschungen auf Dauer davon. So, Konstruktionsschiff hier, das haben wir hier abgeschlossen. Construction Oh! complete. Der wurde geterraformt und ist nun zu 65% bewohnbar. Ach nee. Das ist ja durch unsere Technologie, die Research wir. complete. Ich dachte schon. Befestigungsstärke, Hyperschilde, yeah. Neue Forschung. Archenemitter, was ist denn das? Lichtbogenemitter, leistungsstarke Waffen, die Lichtbögen aus konzentrierter Energie auf Feinde verschießen und Schiffspanzerung und Schilde teilweise ignorieren können. Okay. Das ist immer krass. Tachyonsensoren. Das wären jetzt die Schil die Sensoren für die Schiffstypen, die wir verwenden, ne? Machen wir das. Das ist immer interessant. Construction complete. Aber das Lustige ist jetzt, dass dieser Planet hier dadurch jetzt bewohnbar geworden ist und zwar nicht zu knapp. Bin am Überlegen, ob ich den Debris dadurch analyzed. jetzt. Nee, ich lasse erstmal da noch das Terraforming laufen. So, das Spezialprojekt ist abgeschlossen, da war ja mal gar nichts dabei. Tragisch, tragisch. Also vorhin habe ich ja gesagt, es ist gut. Jetzt am Ende der Folge will ich sozusagen, dass Construction wir nicht complete. am Rand des Universums sind, weil ich habe in meinem eigenen Spiel schon gemerkt, dass irgendwann mal kommen irgendwelche komischen Monster von außen und wenn du dann außen sitzt, können sie dich treffen und dann hast du verloren. Jetzt lasse ich dann doch lieber andere treffen. Deswegen brauchen wir solche anderen Spezies als Schilde um uns rum. So, das war's für diese Folge, liebe Leute. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und ade.